Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grünhell. Hallo. So. Jetzt aber mal hier Tacheles und so. Jetzt mal hier ernsthaft und so. Nicht so wie sonst. Nee. Also du möchtest das Ding zuhaben, ne? Mhm. Bis auf hier einen Eingang. Okay. Vielleicht nicht unbedingt da so den Eingang. Hast du dich denn jetzt ausreichend versorgt mit Sachen? Ja. Okay. Matsche Pampe ist mein bester Freund. Hast du schon wieder einen Turm gebaut? Vielleicht. Ach ja. Hier sind schon Früchte, die du essen kannst übrigens, ne? Mhm. Die könntest du essen. Ich muss ja aber arbeiten. Und dann würde es dir voll gut gehen. Aber ich muss ja arbeiten. Mhm. Die ganze Zeit arbeiten. Aber du musst auch essen. Damit ich noch mehr arbeiten kann. Richtig. So ist es. Ja. Sonst ende ich nämlich wie die Schildkröten. Mhm. Den Schildkröten geht's gut, da wo die jetzt sind. Ah ja, okay. Mhm. Oh, der läuft aber also langsam, wenn der nicht rennt, ne? Du bekommst da angestiefelt. Da. So. Das dahin. Okay, ich glaube, Verbände haben wir erstmal genug. Was haben wir denn hier noch? Matsche Pampe. Nö, ich mache nur so eine Wurzel. Ich kann wohl, dass ich die ganze Zeit Parasiten habe, ne? Wenn ich die ganze Zeit hier mit Matsche Pampe am Spielen bin. Hä? Ich hab die Molinäre gerade weggemacht. Jetzt ist sie schon wieder da. Sag mal. Weißt du, guckst du einmal nicht hin, schon ist sie wieder da. Kann man auch verdorbenes Fleisch nehmen? Für Dünger und so? Versuch mal. Warte, ich komme. Was muss denn gedüngt werden? 64%. Musst du gucken, weiß ich nicht. 57%. Hier, 0%. Das geht ja gar nicht. Nee. Nein, das geht offensichtlich nicht. Man schmeißt es nur rein, ne? Ja. Also, ja. Nee, das geht anscheinend wirklich nicht. Art. Gut, dann sammle ich das Ding und bekomme eine Larve. Freust du dich? Ja, dass du eine Larve kriegst? Ja. Es sind die Kleinigkeiten des Lebens, die mich glücklich machen. Ja, ich merk's. So, Verbände haben wir ja gerade genug, also die normalen zumindest. Okay. Stell jetzt hier mit meinen 20.000 Molinärer Blättern noch her. Wieso bin ich dreckig? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach doch, ich hab gepflügt. Stimmt ja. Das jetzt mal hier hin, damit ich das schon mal nachfüllen kann. Werde mich so gleich waschen. So gleich. So. So. Hier alle rein. Wir haben jetzt zwei Stapel Verbände hier drin. Das ist schön. Wird noch mehr reinlegen, geht aber gar nicht. Matsche Pampe ist mein bester Freund. Also wo gehe ich jetzt hin? Da oder da? Hier. Weiß nicht. Hier, hier. Ich brauche immer noch... Ich finde, das ist so schwer... hier Baumstämme zu holen irgendwie. Findest du? Ja. Kann man räuchern? Brauchst du noch Kohlenhydrate gerade?
Weiß nicht. Guck mal bitte. Warte. Weil ich habe hier so eine. Bisschen, ja. Aber ich muss mich erst waschen dafür, sonst habe ich wieder dann Parasiten und so ein Ekelzeug. Okay, ich mach dir hier eine Zwiebelsuppe, ja? Das die ist lieb. Voll gut ist die. Voll gut. Voll gut? Voll super gut. Sogar. So. Wasch mich dann auch mal. Hier sind ja schon wieder Fische drin. Wo ist die Zwiebelsuppe? Maniko? Vorne. Ja, so. Ich glaube schon. Vorne. Muss ich erstmal hier hinschmeißen. Kein Wunder, weißt du, wenn du hier mit der Matsche in der Hand... Du bist doch wieder dreckig, wenn du Matsche geholt hast. Aber ich brauche die Matsche. Du verstehst diese innige Verbindung zwischen mir und der Matsche, glaube ich, einfach nicht. Nee, das wird sein. Fischis in der Tasche. So, machen wir jetzt mit dem Fisch. Das dahin. Nein. Ganz dahin. So, vielleicht so. Haben wir noch irgendwo einen langen Bambusstock rumliegen? Das passt nicht. Nicht? Nö. Schade. Weiß ich nicht. Ach komm schon. Passt jetzt ein Fisch da rein. Nein. Weißt du was? Die Bambusblätter brauchen wir nicht. Bambusblätter vor allem. So. Ja. Ach ja. Das sind alles nur normale. Die möchte ich nicht. Wir gehen ja noch weiter zusammen. Ja, so ist natürlich besser, was. Hast du ein Problem? Nö, nö. Ist das schön, dass du so aktiv bist. Nix, oh no, das war schon in Ordnung so. Ich wollte das Dach abreißen, alles gut. Ich glaube, deine Axt ist kaputt gegangen. Ja, das ist nicht schlimm. Okay. So. Ach, der Tabak muss ich ja noch irgendwo reintun. Ja? Ja, sofort, Moment. Ich muss ja eben sortieren noch fertig. Ja. Bin gleich soweit. Oh! Hä? Wo sind... Warte. Moment! Ich will dich ja nicht stressen oder so, aber... Hallo. Ich habe mein Tabakblatt verloren. Bitte entschuldigen Sie. So. Bin soweit. Falsch rum. Drehen. Ja, perfekt. Du hast noch? Einen Egel, warte. Oh. Danke noch. Ich habe noch mehr Egel. Kannst du die anderen... Wo hast du die denn schon? Warte, bleib stehen. Ich hatte ihn doch gerade gesehen. Das Luder. Ich bewege mich nicht. Wo ist er? Okay. Ach, hier, warte. Ich bin mal zwischen deinen Beinen ganz kurz. Ich zeig dir ja extra die Egel. Das war's, danke. Bitteschön. Guck, da am Bein sind sie, siehst du? La 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 la. Matsche. Matsche, Matsche Man. I wanna be a Matsche Man. Ach ja, schön, ne? So, jetzt habe ich noch keinen einzigen Baumstamm geholt, weißt du? Hier die ganze Nicht? Zeit. Nee.
Was machst du nur die ganze Zeit? Irgendwelche anderen Sachen immer. Geht jetzt die Leiter hoch. Auch richtig dicke Bäume. Oh yeah. Richtig dicke Dinger. Kochen plus eins. Ich finde das toll. Ich gehe nur in den Wald und krieg Kochen plus eins. Das finde ich gut, ja? Ja, ich verstehe es zwar nicht, aber es ist schon schön. Das ist, weil du die neuesten Rezepte lernst. Im Wald. Ja. Der Buschfunk sozusagen. Richtig. Ach, du bist das. Ja, ihr könnt da gerne rumrennen, das ist gar kein Thema. Ich bin nett, ne? Ja, finde ja, ich auch. Ja, wirklich, also unglaublich. Die hier einfach rumrennen lasse. Weißt du, ich würde dir gerne sagen, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, aber ich sag's lieber nicht, weil ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, weißt du? Sag's ruhig. Ich habe schon sehr lange keine Schlange mehr gesehen. Schlange? Hm. Gibt's doch keine Schlangen. Wieso nicht? Habe ich festgelegt. Ach so. Ja, dann muss es daran liegen. Ne? Ja. Versuche immer im Wald sehr still zu sein, falls irgendwo was auftaucht, dass ich es höre. Du auch? Findet ihr nicht. Ja, ja, ich bin armer, sehr still bei allem, was ich tue. Oh. Da sind noch ein paar Seile, die hätte ich gerne. Und noch ein Seil. Dankeschön. Ich fände es aber gut, wenn diese Schweinchen hier nicht rumrennen würden. Das fändest du gut? Mhm. Weil die mal hier rumrennen und dann denke ich immer, hier ist was Schlimmeres. Ich erinnere mich an Zeiten, als du mir gesagt hast, die tun dir nichts. Tun sie nicht, aber die sind da und dann weiß ich nicht, was noch da ist. Bin ich hier lang gekommen? Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, ich bin hier lang gelaufen. Ja, das sieht nach dem Weg aus, den ich genommen habe. Hier sind wahrscheinlich keine Schlangen. Okay. Hallo. Hallo. Ja. So, wieso passt dieses Brett jetzt nicht hier rein, hä? Weiß nicht. Sag es mir. Ich weiß es nicht. Aber ich muss es wissen. Brett, danke. Diese Samen waren doch... nee, das sind Bananensamen. Ich habe da noch unbekannte Samen hingeschmissen. Ah, okay, dann pflanze ich die mal ein. Das müsste doch hier diese Frucht da sein, ne? Diese kleine orangene Frucht, ja. Wenn du dann wieder hier vorn bist, sagst du mir Bescheid. Ja. Wegen der nächsten Dachplatzierung, weißt du? Ja, ich habe gerade ganz angestrengt überlegt, ob ich da schon was gepflanzt habe oder nicht. Und? Weiß ich nicht. Komm her, du! Hast du gerade gelacht? Also dein Charakter? Nee, ich habe gestöhnt. Das ist dasselbe. So, steh bereit.
Ja, warte. Okay. Tagebuch. Liebes Tagebuch. Reden. Zu weit. Nicht so oft. Da. Ja? Ja. Okay. Lass mich die Leiter runter, dankeschön. Und lass mich die Leiter wieder hoch. Dankeschön. Das auch noch. Und wieder runter. Da. Ja. Ich habe dir Fruchtsuppe gemacht. Das ist nett. Aber ich bin gerade mit Dachdeckertätigkeiten beschäftigt. Gut, dann trinke ich die halt selber. So ist er, ne? Du willst ja nicht. Ich versuche ein Dach zu decken. Für dich. Huch, wo bin ich denn lang gelaufen? Hm. Immer gucken, ob wieder was in der Falle ist. Mhm. Ne, da ist nichts drin. Weißt du wieso? Warum? Weil ich gar kein Dingens reingelegt habe. Du scheinst sehr müde zu sein. Oder nee, zumindest... ich stöhne dir einfach nur gern ins Gesicht. Ach so. Okay. Wie komme ich denn hier nicht lang? So. Jetzt bin ich gespannt, ob ich hier oben noch so ein Ding draufbauen kann. Ein Diskuswisch und noch einer. Aber erstmal wollen wir eine Leiter. Dann bringe ich den jetzt mal hinten in alle. Hier noch einen. Ihr rennt einer rum. Wer? So ein Typ. Ich kenne den nicht, ich schwöre. Was hast du mir was zu sagen? Nein. Hä? Wo rennt denn hier ein Typ rum? Da auf der anderen Seite. Der ist versteckt zwischen zwei Bäumen. Himmel, die Berge! Ah ja. Und du willst ernsthaft behaupten, du kennst ihn nicht, ja? Ich treffe ihn nicht. Oh. Jetzt geh doch mal da hoch! Weh, du schießt mich ins Wasser, du Sack. Headshot! Gehedshottet! Ich bin so eine Headshotterin immer. Und du kennst den nicht, ja? Nee, jetzt sowieso nicht mehr. Noch nie gesehen, ja? Nee. Mhm. Lieber Kai, ich nehme mir nur die Pfeile, okay? Ja? Das ist in Ordnung für dich? Bin schon weg aus deinem Teich. Ah ja, sie kennt ihn also nicht. Ich schwöre. Mhm. Ja, dass man die nicht tragen kann. Weil jetzt gerade kann ich die nicht mitbringen. Nein, nicht ins Wasser. Wollen wir jetzt mal hier balancieren, bitte? Danke. Was wollte ich eigentlich da drüben? Ach, die Falle. Ich weiß nicht. Vielleicht dich heimlich mit deinem Geliebten treffen? Nein, ich kenne ihn nicht. Nein. 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 Ach so. Also schon Kosenamen füreinander, hm? Guck mal, ich leg dir hier extra Bambusstöcke hier oben. Das ist nett. Nachdem ich gerade welche sammle, was? Nein. Nein. Ich komme. Hallo. Guten Tag. Ah, Bombs. Oh. Bosch. Hast du angefasst? Ja. Bist du tot? Hä? Nein, dich, so ein netter, weißt du? Ach so, ich dachte so ein böser. Nein, ein netter Frosch. Huch.
Du hast nicht durch Zufall noch drei Seile, oder? So. Aber nur, wenn du mir verzeihst, dass da ein fremder Mann im Wald stand. Ich verzeihe dir, dass da ein fremder Mann im Wald stand. Fremd, ne? Geht schön. Dankeschön. Brauch dich dann eh gleich wieder. Also ich brauche dich ja generell immer. Ja. Aber um zu gucken, ob wir noch was platzieren können. Okay, ich, ja. Ich muss kurz... Ja, ja, mach ruhig. Ich muss sowieso erst die Seile da reinstecken. Nein, so ist doch falsch. Ich muss doch erstmal noch meine anderen Sachen loswerden. Ich glaube, das geht nämlich nicht mehr höher. Reich her. Hä? Mach das doch von unten. Du kannst doch... Hä? Mach das doch von unten. Du bist nicht annähernd da oben. Hä? Ja. Was machst du? Was meinst du? Ja, eine Etage tiefer gehen. Ja, warte. Geh ich. Wer steht denn da oben? Hast du da was hingeworfen? Ach, das sind die Bambusstöcke. Nö. Scheint tatsächlich nicht zu gehen. Ja. Dann setz hier einen drauf. Irgendwo. Hier sind wir ja eh noch am... Ne? Ja, das ist aber doch doof. Warum geht das nicht höher? Ja, da kann ich doch nichts für. Ich will, dass das höher geht. Aber das geht halt doch nicht. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter? Ja. Hallo. Aber ich muss sagen, es ist schon irgendwie cool. Oh Gott, bin ich nah am Wasser. Wo bist du? Ich sammle jemanden. Ey, das ist voll cool hier oben. Bambusstöcke. Voll, das ist voll geil. Beobachtest du mich? Ein bisschen. Wir könnten theoretisch noch eine zweite Reihe hier daneben setzen. Aber warum denn? Brauchen wir doch nicht. Dann haben wir doch keinen Turm. Dann ist das ja nur so ein... Weißt Stimmt. Du? Ja. Ist voll geil. Hä? Wieso legst du die denn so da rein? So passt doch viel mehr. Siehst du... Diese Mäuse sind sehr laut, ne? Ich höre die bis hier hoch richtig laut. Mhm. Und nein, ich sehe dich nicht. Voll geil hier. Mann! Geht mir richtig einer ab. Ohne so. Mich? Ja, du bist ja nicht da gewesen. Ich bin auf dem Weg jetzt. Ich wollte dir noch ein Bambusgeschenk bringen. Wolltest du das? Es ist schon wieder 3:15. Meckerst du mich gerade an, weil ich so spät nach Hause komme? Ja, genau. Wo warst du so lange? Ich muss mich noch waschen, Schatz. Hat aber nichts mit irgendwelchen komischen Gerüchen zu tun. Ich hab irgendwas wieder... Es ist 4:30, ja?
Manche Leute wollen vielleicht auch mal schlafen und sich nicht die ganze Nacht Sorgen um dich machen. Entschuldigung. Aber nein, da triffst du dich wieder. Hä, ich habe immer noch irgendwas? Ich habe mich mit einem Wasserschwein getroffen. Ach so, so nennst du ihn also. Wasserschwein, komm ran. Müssen wir schon ins Bett? Es ist 3:30. Na und? Geh jetzt schlafen. Aber ich will noch gar nicht. Ich bin noch gar nicht müde. Gute Nacht. Nö, ich schlaf nicht. Muss mich außerdem waschen. Schläfst du jetzt echt? Natürlich. Warum? Weil ich das dann bei Tageslicht sehen will. Na gut. Ist sie jetzt wieder am aufgestanden schon? Ja. Nein. Ich schlaf weiter, warte. Bis 12:30, wir müssen vorher aufwachen. Ja? Ja. Sonst wird's ja Mist. Okay. Ich esse jetzt die ganzen Dosen, weil die sind ja dann eh weg. Okay, also auch alleine hier. Die sind dann weg? Wo sind die denn dann hin? Ich meinte, die sind ja dann eh respawned, wenn wir neu laden. Boah, ist das toll hier oben. Ach, jetzt bist du alleine da oben, oder was? Ja. Die ganze Zeit warte ich auf dich, weißt du? Oh, unser Haus sieht voll cool aus. Du meinst unseren Rohbau? Mhm. Machen wir das dann, guck mal, dann können wir außen so einen freilassen. Mhm. Und dann noch eine Etage draufsetzen, oder? Ja. Boah. Das ist generell voll cool hier oben, ne, irgendwie. Ich glaube, wir müssen hier die hier unten nochmal wegmachen und da auch noch Größe hin tun. Solche normalen, ne? Mhm. Vielleicht können wir da ein bisschen rüber bauen. Hier? Also, nein, bis da so. Dass wir da noch zwei solche normalen ransetzen. Ja, genau. Geh doch da auf die... So, los, fein. Bin unten. Tatsächlich. Ja. Das ist aber schön. Mach das hier mal weg. Pass auf, nicht, dass du meine Ruhen kaputt machst. Das hier auch, ne? Hä? Also mit dem Dach. Ja? Ja, gut. Ja klar, sonst können wir ja nicht drauflaufen. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Den Rest können wir stehen lassen, nur das Dach halt weg. Mann, jetzt treff doch! Ah, ich komme hier nicht mehr durch! Och. Ratabam! Da war mal ein Seil irgendwo. Seil! Ich möchte das Seil, danke. Wir zerstören alles! Wir können hier aber auch gar nicht diese, die hier draufsetzen, ne? Schmeiß die einfach ins Wasser. Was können wir nicht draufsetzen? So viele Blätter brauchen wir nicht. Nicht? Mm-mm. Können wir jetzt kein Dach hier draufsetzen? Cool, du hast ja, was? Die Wand war schon vorher da. Ich habe nichts gesagt. Ja, aber das hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Zack. Immer mache ich es falsch. Hier ist noch der andere. Dieser Baumstamm hier, der macht mich fertig, ne? Mhm, das verstehe ich sehr gut. Wäre cool, wenn man so eine Art Mülleimer bauen könnte. Ja, das stimmt. Frag doch mal deinen Freund aus dem Wald. Hä? Da schwebt ein Blatt. Hä? Da schwebt ein Blatt. Hier ist Voodoo. So.
Hier, Kai, für dich. Huch, ich wollte nicht in die Kiste. Meinst du, der Kai mag Blätter gerne? Bestimmt. Der wird zum Vegetarier. Oh ja, wir füttern den jetzt, ne? Mhm. Finde ich gut. Also ich weiß nicht, ob der Kai das gut findet, aber... Guck mal, du hast ein Vieh getötet da drüben. Ja, ich sammle das gleich. Liegen eh noch ein paar Knochen drum von mir. Also nicht von mir, sondern, also, du weißt schon. Knochen von dir? Oh nein! Soll ich dir was sagen? Was? Wir haben eine halbe Stunde. Ja, schlecht, ne? Oh, Menno. Und wir machen einfach noch eine 40-Minuten-Folge. Aber... So, Blätter weg, alle? Ja, ne? Hier liegt auch noch ein Seil neben der Kiste. Wieso? Yep. Ja, ich glaube, Blätter haben wir. Sieht so aus. Mhm. Ah, ich habe noch mehr für dich, essensmäßig. Bitte schön. Sollten vielleicht... habe ich jetzt noch Mist, Knochen? Ach, da kann man keins hinbauen. Warum nicht? Wegen den Kisten? Hä? Oh nö. Stimmt, wegen den Kisten. Warte mal. Sind ja noch nicht fertig. Jetzt? Nee, aber wahrscheinlich, da liegt bestimmt einfach nur irgendwas im Weg. Warte. Also theoretisch müsste es ja gehen. Hä, warum soll denn das nicht gehen? Das macht ja gar keinen Sinn. Hier ist ja dann nichts. Hab gleich. Was ich überlege, warum es nicht gehen sollen, würden tun könnte. Nee. Hä? Das ist doch kann man das hier wegmachen? Nee, ne? Aber... Nee. Manno! Jetzt haben wir das umsonst weggemacht? Hä? Das ist doch aber doof. Stupid piece of shit. Entschuldigung, ja? Nur weil ich es nicht kann. Du musst mich nicht gleich beschimpfen. Hm. Jetzt? Komischerweise, die Hütte geht. Das ist doch doof. Hä? Aber das macht ja auch gar keinen Sinn. Die ist ein bisschen weiter nach hinten raus. Hm. Aber hier ist ja nichts im Weg. Auf der anderen Seite geht's auch nicht. Welche andere Seite? Ja, da wo du stehst jetzt. Nee. Ja. Toll! Gut, bauen wir das, was da war, vielleicht einfach wieder auf. Blöd. Oder wir bauen eine Fensterwand hin. Ja, aber dann stehen unsere Truhen ja im Regen. Das stimmt. Dann baue ich das Ding wieder hin, ja. So. Ja. So.
Das ist natürlich unschön. Material verschwenden. Ja. Ah ja. Das ist voll traurig gerade, ne? Irgendwie. Ja, das ist voll traurig. Ich bin auch voll enttäuscht irgendwie gerade. Aber wir können ja an dem Dach drauf sitzen, geht das wenigstens? Gibt es so ein schräges Lehmdach? Weiß ich nicht. Damit das wenigstens nach irgendwas aussieht. Wie viel fehlen denn hier noch? Ja, das geht wenigstens. So wird es gehen. Na gut. Bevor du hier ins drauf sitzt, lass uns aber die Kisten erst wieder hinbauen. Ach, eine Lehmschuppenwand können wir nicht hier hinbauen. Aber theoretisch würde das... Hä? Was ist denn mit dem Ding hier? Arschlochteil. Jetzt haben wir die Truhen wieder abgebaut. Ich möchte das Dach entfernen. Voll umsonst. Ach so, das geht aber nicht dann. Ich kann das dann nicht zumachen. Wegen den Truhen kann ich es nicht zumachen. Erfordert Hüttenrahmen. Wie Hüttenrahmen? Hä, wie wegen den Truhen? Nee, warte mal. Hüttenrahmen. Was ist denn ein Hüttenrahmen? Bambusrahmen? Bambuswand? Was ist denn ein Hüttenrahmen? Können wir vielleicht noch nicht? Hä? So geht denn jetzt die Truhe nicht mehr dahin? Deswegen... Okay. Ich weiß übrigens, was dieses Geräusch von einem Schiff gemacht hat. Was denn? Wenn man etwas abbricht. Ach so. Dann klingt das so ein bisschen so... Was ist denn ein Hüttenrahmen? Weiß ich nicht. Hütte? Bambushütte? Weil sonst kann ich nämlich diese Lehmhütte-Dings ringsrum nicht machen. Lehmschuppenwand. Ich weiß dafür nicht. Steht da, erfordert Hüttenrahmen. Ich weiß es nicht. Wir müssen aufhören. Sonst reg ich mich nur auf. Jetzt? Das ist voll traurig jetzt. Ja. Kai, Mann. Was hast du dir dabei gedacht? Muss jetzt aus Frust noch mal eben düngen gehen. Okay. Renne dir aus Frust hinterher. Okay. Endlich habe ich Verwendung für den Scheiß, der hier in meiner Tasche schlecht wird. Das ist so schön. Was ist? Was ist denn? Du hast oh no gesagt. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist er auch traurig, dass wir jetzt aufhören müssen. Wahrscheinlich ist er traurig, weil wir keinen Hüttenrahmen haben. Na so. Ich dachte gerade, da liegt ein Krokodil, aber der liegt einfach nur... Da liegt einfach nur noch hier so ein Lehmgedönse. Was machst du da? Ach so. Wieso? Lass das doch. Hä? Ne, warum? Dann können wir doch eins noch weiter nach vorn gehen. Ach so. Ach, hier ist noch eins. Ja, okay.
Dachte schon, aus Frust machst du jetzt alles kaputt. Hab ich gedacht, machst du. Nimm dieses Blatt. Kai. Kacke. Ich habe schon sehr lange keine Garnelen mehr geerntet, du? Gar nicht. Ich habe so ein paar. Ich frage mich, wo Kai hin ist. Ich nicht. Kai ist einfach verschwunden. Ja, ich frage mich gar nichts. Doch, ich frage mich schon. Ich meine, hat der uns nicht mehr lieb? Mag der uns vielleicht nicht mehr? Das kann sein. Vielleicht sind wir doch nicht so lecker. Oder weil wir immer so dreckig sind. Das wird sein. Deswegen mag der uns nicht mehr. Ich habe 5 Garnelen in meiner Tasche. Das ist schön. Immer auf die auf unseren Turm jetzt. Ich will dir was sagen. Was denn? Wir haben jetzt so lange weitergemacht, bis wir wieder bei 41 Minuten sind. Das ist egal. Ich gehe jetzt auf den Turm. Ich mache jetzt Feuer. Nein, wir hören jetzt auf. Aber das räuchert sonst doch nicht. Na dann mach Feuer. Was ist, wenn das schlecht wird? Das stimmt natürlich. Oh, oh, kann ich überhaupt noch Feuer machen? Was denn? Ich kann kein Feuer mehr machen. Warum dann I? Ich habe Hi gemacht. Das war ein Ausdruck meiner Dringlichkeit. Soll ich schnell kommen und Feuer machen? Ich muss dringend was essen immer. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wie es mir geht. Ich bin so gefrustet, weil es nicht ging mit dem Unterstand. Komm und mach Feuer. Okay. Mir geht's voll schlecht. Wieso geht's mir denn so schlecht? Weil du so traurig bist. Ach so, das kann sein. So. Da, Feuer. Danke. Das macht mich ein bisschen glücklich. So. Geht's dir auch so? Nö. Aber mir geht's jetzt schon wieder. Nur ein bisschen Wasser und Proteine. Mir geht's super. Aber außer, dass wir keinen Hüttenrahmen haben. Und ich frage mich, warum wir keinen Hüttenrahmen haben. Ich habe gerade einen ganz komischen Soundbug, glaube ich. Aber ist okay. Ich weiß nicht, weil vielleicht müssen wir den erst noch finden irgendwo, weil wir noch nicht. Aber wir haben doch alles andere auch so bekommen. Weißt du? Hm. Ich weiß es. Ich trinke jetzt noch meine Garnelensuppe. Wir sind übrigens, wenn wir auf dem Turm stehen, in einer Höhe mit der Flugschneise der Papageien. Das ist aber praktisch. Wieso praktisch? Fliegt davon! Sie will euch essen und töten! Fliegt, meine Freunde! Fliegt! Das ist sehr praktisch. Ich glaube nicht, dass du die hier erwischst. Mit feinem Bogen? Kann ich Zielübungen machen? Ich glaube, ich sollte den Turm schnellstmöglich abreißen. Wir müssen essen, okay? Aber doch keine kleinen Papageien. Na gut, dann nehme ich nur die großen. Apropos, da hinten ist ja noch so ein Schwein. Nein, nein, nein. Dieses Schwein wird auch nächste Folge noch da sein. Bist du sicher? Nein, aber es sind 44 Minuten. Okay. Warte, wenn wir noch 4 Sekunden warten. Jetzt sind es 45 Minuten. Halt, ich muss zu dir auf den Turm. Okay. Ich hoffe, ich falle nicht um und falle vom Turm runter oder so. Wieso solltest du umfallen? Weil ich sehr müde bin.
Wieso bist du müde? Bist du nicht müde? Es ist 16.44 Uhr. Das ist, wenn man die halbe Nacht draußen rumzieht, erst halb vier nach Hause kommt. Ja, und dann... Es tut mir leid, aber ich bin wirklich sehr müde. Das ist egal. Du bleibst jetzt wach. Da gebe ich gleich um. Selber schuld. Und dann feiern kann auch arbeiten. Und dann kommt der Kai und isst mich auf. Nee, du bleibst ja hier oben auf dem Turm, dann passiert dir nichts. So. Hörst du, tschüss. Wie der das sagt? Ach, das hast du nicht gehört. Okay, tschüss. Nein. Tschüss. Wir müssen jetzt schlafen. Gute Nacht. Nee, ich kann doch nicht schlafen. Es ist halb fünf.